Ihr wollt wissen, warum ich hier das Band wegreiß? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Ist mein Käffchen. So. Erstmal frohe Weihnachten gehabt zu haben. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ich hoffe, dieses Video ist jetzt am richtigen Tag. Es müsste Montag sein. Der zweite Weihnachtsfeiertag. Oder falls ihr das erst später seht. Ne? Wie auch immer. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. So. Wie hat man früher so schön gefragt? War das Christkind auch brav? Egal. Lassen wir den Quatsch und machen einfach weiter. Jetzt muss ich nur eben überlegen. Das kommt von hinten und es ist... Das heißt, es kommt von hinten. Es kommt von vorne. Es kommt von vorne. Hier muss unser Kriterium rein. Das ist ja mal mega blöd. Okay, wir müssen... Also, was wir heute vorhaben, das ist gleich wie die letzten zwei Male, die Dinger hier dran setzen. Und zwar, das ist jetzt die Frage, kriege ich das so hin? Wir müssen mal eben ein bisschen was schauen. Das wird gehen. Dann lassen wir das auch so. Jetzt ist die wichtigere Frage. Die Förderband hat... Du schlägst es mir so vor und sagst dann, hat eine ungültige Form, willst du mich... Manchmal ist dieses Spiel echt nervig. Und ja, das war ein Mimimi, ich will zu meiner Mama. So. Aber so nimmst du es. Jetzt ist die Frage, wo habe ich das Kriterium? Ich muss mal eben gucken gehen. Das ist Bauxit, das weiß ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt unser Kriterium von da hinten. Dafür hatten wir extra diese eine... Leitung hier rausgebaut irgendwo. Weiß noch nicht mehr wo. Da hinten. Da kommt Kriterium. Wo habe ich es hingeleitet? Schwefel, Kriterium. Okay. Shit. Auch das da. Wenn ich das da runterbringe, dann habe ich es nämlich nicht so ganz blöd. Dann kann ich es nämlich einfach knack-knack rein. Und wir haben das praktischerweise auf dieser Seite und laufen damit direkt auf das Nitrogen. Achso, das haben wir sowieso alles da. Scheiße. Es geht gleich weiter. Ich muss nur denken. Aber denken ist manchmal ein bisschen... Ich habe eine Idee, was ich machen könnte. Das wahrscheinlich auch mit dem Zug hier passen würde. Ja, stell dich mal hin. Moment, wir sind innen. Dorthin. Ich möchte doch nur... So, warum willst du dich jetzt unbedingt da hinstellen, anstatt da, wo ich drauf zeige?
Okay. Da magst du ab und an. Da war gut. Da will ich dich haben. Alter. Ihr seht, wo der Mittelpunkt von diesem Ding ist, ne? Ich meine ja nur so. Da gehst du nicht. Okay. Du gehst dort dran. Nein, von da aus gucken wir dann mal weiter. Du gehst bitte da dran. So, das hätten wir. Dann geht der Spaß nämlich darüber. Ich muss jetzt nur überlegen, wie ich das gut da reinkriege. Nee. Da ist das. Also das ist heute der spannendere Teil. Wir werden gleich natürlich wieder die Eumels da dran setzen. So. Hier sagt er mir, ist gerade. Ich will aber lieber. Zwei. So, hier hin. Denn du sollst dort rein. In den hinteren. Hier hin, das. Das wieder los. Ja, da war schon was richtig. Ja, da ist der Punkt. Okay, du musst auf jeden Fall noch ein Stückchen vor. Wohin packen wir? Reicht das hier oder ist das schon zu weit? Das müssen wir uns einmal angucken. Das sieht ziemlich gut aus. So möchte ich das haben. Okay. Jetzt kommt wieder der schwierige Part. Der geht hier noch mit schwierig. So, du gehst dahin. Genau, dann kommst du. Absetzen. Da raus. Tag. Nein. So, gucken wir mal, ob das so. Ne, muss einen weiter. Kommt da easy drunter durch. Ja, das ist ein bisschen verrückt, das Ganze. Macht aber nichts. Damit haben wir das Katerium hier anlegen. Es geht hier rum, hinten lang, fertig. Okay. Dann sind wir wieder bei Raffi. Nein, nicht so. So. Zack. Zack. Und mir fehlen Eisenplatten.
Wir sind praktischerweise recht nah an unserem Lager dran. Und können sagen, gib mal her. Aber das gefällt mir. So gefällt mir das. Wir kommen durch die Kollegen hier richtig schnell voran, wenn wir sie richtig hinsetzen. Aber, weil ich ja schon gesagt habe, verdammte Kacke, das mache ich doch. Da habe ich dann ständig Probleme mit und setze mir die irgendwie falsch. Ein Stückchen Rohr über. Genau. So können wir schneller abbauen. Da hat man einmal mitgedacht, ey. Wahnsinn! Und wirklich überlegt mitgedacht. Das kommt ja auch eher selten vor. So, was hätte ich denn hier schon wieder? Hier. So, jetzt sind wir auf die andere Seite rüber, wo wir keinen Strom mehr haben. Oh, doch, haben wir Strom. Aber nicht genug. So. Umdrehen. Das ist wieder der erste. Natürlich war der schief. Okay, ich muss den einen zurücksetzen. Es ist manchmal fies, gerade bei Rohren und Bändern, dass der manchmal nicht hinkriegt, das richtig anzuzeigen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze einfach mal so an. Ich stehe hier. Genau vor dem Spielzeug. Sag mir bitte, dass dieses Rohr wunderbar da reingeht. Genau. Okay. Und du gehst so wunderbar da rein. Perfekt. Dann kann ich nämlich weiterarbeiten, indem ich sage, zack. So. So. Das ist ja nicht ganz so viel hier. So, dann. Genau. Musst du mit hier hinten lang. Dann sagst mir, nee, so weit bin ich gar nicht. Ganz gut. Da dran. Da rein. So. Jetzt dürfen wir den anschließen. Und sobald ich den mache, läuft der Spaß jetzt erstmal schön durch. Kommt von da ganz hinten irgendwo, geht da entlang auf die Dingens, kommt hier rüber, läuft hier durch und einmal alles voll machen. Wunderbar. So habe ich mir das gedacht. Jetzt schnappen wir uns schön eben den Spaß.
Ne, wir schnappen uns den Spaß auf. Geschissen. Das Schöne beim Wasser ist ja, es ist vollkommen egal, wo wir den Eingang machen. Es verteilt sich ja. Stehen, bin ich ehrlich froh, dass ich die, dass es jetzt diese Blueprints gibt, weil das alles nochmal jedes Mal neu aufsetzt. Ihr wisst doch, wie oft ich irgendwelche Splitter, Merger, hast du nicht gesehen, beiseite stellen musste, weil ich es mal wieder verkackt habe oder wieder abreißen musste, weil ich es verkackt habe. Und kommt jetzt definitiv seltener vor. Ja, das Abreißen ist halt einmal heftig, aber dann kann ich wenigstens die nächste Runde wieder vernünftig ansetzen. Übrigens, die ganzen Blueprints für die Manifolds findet ihr, indem ihr einfach bei den Blueprints im Satisfactory Calculator nach Sven's Factory sucht. Da habe ich sie alle schön hingepackt. So. Das hätten wir angeschlossen. Dann gucken wir mal. Wir haben gesagt, das große Problem sind die... ist der Turbodraht. Das heißt, wir verfolgen jetzt dieses Band hier, das von dort kommt. Und gucken, wie die rausgelegt sind. Du gehst hier in die zweite Etage. Wie viel brauchst du denn? Terium-Barren brauchst du... Also, die Barren sind ja gar nicht das Problem, sondern das Zeug. Du machst hier 90 pro Minute. ...780 durch 90... ...8,6. So. Dann würde ich sagen, nehme ich die ersten 8 hier vorne und mache daraus ein Band. Jetzt muss ich nochmal in meiner Liste, also in meinem Plan gucken. Wie das denn da läuft. Caterium. Geht dahin. Big Wire. Für die AI-Limiter brauche ich ja schon 2 Bänder. Da brauche ich 787,5. Echt jetzt für 7,5 in den zweiten Punkt anfangen. Ach, scheiße, sind die doof. Das ist so richtig, richtig, richtig mies. Gott sei Dank 640, nicht 840. Hui. Aber 787,5. Oh Mann. Und das alles nur wegen dem halben Extra. Wunderbar. Ah. Aber das ist dann halb so wild. Das heißt, ich kann wirklich ein 780er Band da durchballern und dann einfach nur bei dem letzten, der sowieso da hinten hin schießt. Also es geht da um die, wie heißen die denn nochmal? Ummantelten Uranzellen, genau. Die Dinger. Da haben wir 10,5, also eigentlich 11 Manufaktoren davon. Und der letzte, der auf 50% getaktet ist und den Shit einfach nur hinten für unsere wie heißen die Dinger denn nochmal, ey? Nee. Ach so, die kenne ich ja noch gar nicht. Nobelisten.
nuklearen Obelisk dafür brauche, der braucht diese 7,5 nochmal extra. Okay, dann machen wir Folgendes. Wie haben wir das denn hier verwendet? Gucken wir mal eben. Also, das hier geht schon mal auf gar keinen Fall. Guck mal, hier sind 9 auf dieser Seite, ne? Wenn ich sage, die Seite geht da rein. Glaube ich, ganz schön machen. Da muss ich noch ein bisschen gucken, wie wir das umbauen, aber das kriegen wir hin. Also. Du wirst abgerissen. Ich brauche mal nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht. Das heißt, wir haben da nachher 80 über. Es sei denn, ich habe hier vorne. Brauche ich davon irgendwie. Ja, stimmt, waren 17,7 oder so. Gucken wir mal eben. Du bist keiner von den Untertakten. Sehr gut. Bist du einer von den Untertakten? Du bist der Untertaktete. Okay. Wissen wir Bescheid. Richtig gemacht. Das heißt, die 8 gehen hier rein. Und es gehen da 80 runter. So, wo das hingeht. Das Zeug dort. Wie viele kommen hier raus? 65. Das sind 5 zu viel. Das heißt, wir haben 7 mal 90 plus, ich sag mal 66. 696. Der wäre ja eigentlich bald besser für die Seite, ne? Was ist, wenn ich den da hinpacke? Die 8 nehmen? Wir schnappen uns den, packen den da rein, reißen den ab. 720, 696 bleiben hier, also 695,2, gehen hier durch. Das heißt, dort hinten sind 55,2, die da raus, 55,52, die da rauskommen. Okay, da haben wir einen 720er Band. 20er Band. Wir müssen hier den letzten wegmachen. Hier haben wir 180. Lass mich noch eben überlegen. Wir haben da hinten 180. Plus 720. Plus die 55,52. Dann 955,52. So. Minus 168. Ja, ist ja perfekt. Ich könnte da muss ich mit einem intelligenten Splitter arbeiten, aber das ist kein Problem. Ich glaube, ich habe eine Idee. Also, diese zwei hier.
Der und der. Die müssen sich irgendwo treffen. Am besten auf der Seite. Weil dann gehen die nämlich zu den Katerium-Computern. Weil die sind irgendwo hier drunter. Nämlich, ich glaube, da und da. Die müssen dahin. Die müssen da hinten hin. Du bist Serium-Computer. Wie habe ich das gemacht? In welche Richtung läuft die Chitteri? In die. Also es muss da rein. Ach ja, das war die Nummer, wo ich gesagt habe, pass mal auf, ich setze das einfach hier, dann hier und hier. Okay. Habe ich. Kriege ich. Ja, was muss denn da jetzt eigentlich alles rein? Der braucht sowieso nur drei Sachen, ne? Drei ist schon mal gut. Gummi kommt von oben, Turbodraht kommt von oben, Platine kommt von oben. Easy. Das heißt, hier fangen wir an. Mit einem Autosave. Du kommst weg. Du kommst weg. Und das Autosave geht. Ja. Also, das planen wir jetzt ein. Beim nächsten Mal schließen wir den Spaß auch an. Das heißt, die nächste Folge kümmert sich um alles, was mit dem Quickwire zu tun hat. Wir gucken, dass wir hinten die Uranium Cells angeschlossen kriegen. Dass wir die AI-Limiter, die haben wir ja schon. Genau. Das müssen wir dann nur zusammenmixen irgendwie. Und dass wir die restlichen Kabel darüber kriegen. Also Geräte. So. Was ich jetzt noch eben mache, wenn ihr gerne beibleiben könnt, ist, ich werde eben die Kollegen hier mit den Kollegen da drüben verbinden. Natürlich habe ich das schief gebaut. Nicht dorthin, dahin. War auch schief? Nein. Ups. Mal. Danke. Das bedeutet aber auch, ich muss hier an der Stelle einmal. Wo haben wir es? Da. Eins, zwei, drei. Ich weiß, dass ich gar nicht so viele brauche, aber. Macht das. Ich hab das jetzt lieber da vorne dran. Halt welche leer. Irgendwann werde ich hier ein Problem haben, davor stehen und sagen, Scheiße, warum ist denn das Band leer? Und dann festzustellen, achso, da darf gar nichts drauf, da braucht gar nichts drauf sein. Warum wird denn da gar nichts drauf gefüllt? Achso, ja. Da war ja was. Hätten wir? Ist Materialverschwendung. Stehe ich drauf. Wunderbar. Nehmen wir jetzt auch als Thumbnail hier. Ja. Einmal so. Klick.
Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen.